Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und wir müssen jetzt wieder raus. Wir sind jetzt mittlerweile bei Schloss Hyrule angekommen. Und haben einen Schlüssel zuletzt gefunden in einem versteckten Friedhof. Oh, da geht's ja gar nicht durch. Ich hoffe, den Schweinchen geht's noch ganz gut. So, kämpfen brauchen wir ja nicht. Da gibt's jetzt nichts mehr für uns. Dann, bevor wir da jetzt reingehen, gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Wer weiß, was es dort zu finden gibt. Aua! Dankeschön. Und weiter geht's. Was haben wir hier? Für irgendetwas muss es hier gut sein. Okay. Ein gewisser Kampf. Oh, das war's. Na denn? Können wir ja direkt weiter. Winston, es geht nicht raus. Du bist eine Hauskatze. Jetzt kratzt er an der Haustür. Will raus? Also, falls du im Hintergrund Schleifen hört oder so, dass meine Katze, die versucht da irgendwie sich durchzubuddeln an der Tür. Bis er merkt, dass es nicht funktioniert. Hat er schon lange nicht mehr gemacht. So, was haben wir hier? Hier ist auch schon wieder so ein riesen Platz und so eine Art Podest. Was gibt's hier zu tun? Ja. Unser lieber alter Freund. Lass uns spielen. Ach, wenn du unbedingt nochmal getötet werden willst. Ach so, ja, stimmt. Ja.
Als ob du schwer für mich wärst hier. Genug gespielt. Genug. Du hast einen kleinen Schlüssel. Yay! Ich folge dem Stärksten. So hat es mein Volk schon immer getan. Und wie kann ich den jetzt befehligen? Von Lö her, der... kann ja sprechen. Das war schon verwundert, so ein bisschen, ja. Rubine, sehr schön. So, wir haben noch einen kleinen Schlüssel. Jetzt haben wir jetzt wirklich zwei Stück. Da haben wir noch eine kleine Truhe. Das war's. Dann können wir jetzt ins Schloss in Hyrule gehen. Wiederum, ich glaube, ich gehe erst doch noch erstmal in die Stadt. Bevor wir reingehen, holen wir uns noch ein paar Tränke. Wir haben jetzt doch schon so ein bisschen Schaden erlitten. Genug Kohle für Tränke haben wir. Da wir keine Herzen finden. So, und da der einzige Laden hier in Hyrule doch so ein bisschen teuer ist, gehen wir halt eben doch nach Kakariko wieder. Wir können uns ja erstmal hier heilen. Derzeit tue ich mal meinen Kater bei der Tür weg. Da ist er. Habt ihr uns schnüffeln hören? Haben extra mal ans Mikrofon gehalten. So, da holen wir uns mal zwei Tränke. Habt ihr denn da noch was zum Spielen hingelegt? Eieiei. Jetzt dreht er wieder am Rad. So, jetzt haben wir so gesehen drei Flaschen voll. So, den Rest können wir wieder spenden. Ihr armseligen Leuchter, ihr. So, weiter geht's. Also so gesehen wieder zurück zum Schloss.
Schade, dass wir uns nicht direkt zum Schloss teleportieren können. Aber gut, okay. Besser als nichts. Schlimmer, wenn wir jetzt die ganze Zeit vom Kakariko aus dahin gerannt müssten. Ach, der Postbote. Was will der denn? Prinzessin Agneta. Was will die denn? Oh, doch nicht die Stempel. Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Ich war eingehüllt in lauter Schmetterlinge und mit ihnen zusammen bin ich geflogen. Ich sah auf Haiwu-Stadt herab und konnte den Leuten winken. Einige winkten sogar zurück. Nach einer Weile brachten mich die Schmetterlinge wieder zurück auf die Erde und legten mich sanft auf mein Bett ab. Und dann sagten sie, bis demnächst. Ach, ich wünschte, ich könnte wirklich fliegen. Okay. Und das muss ich mir schreiben, weil... der Spieleentwickler das wollte. Na gut. War ja ein schöner, bezaubernder Traum eigentlich. Zumindest für sie. Und schon wieder ist er an der Tür. Oh, unfassbar. Uff, gehört. Entschuldigung. Ich muss mal auf den Tisch klopfen. Genau, jetzt legt er sich hin. So, und wir können direkt geradeaus weiter durch die Tür. Und somit sind wir in Schloss Hyrule. Die kennt man auch. Und schon wieder kämpfen. Ha! Da muss Ganondorf sich schon was Besseres einfallen lassen. Eine Truhe. Kommen wir da überhaupt hoch? Huh. Ja, wir kommen da hoch, das ist gut. Wahrscheinlich der Kompass. Jupp. Ah, ich muss gerade mal gleich Mikrofon ausmachen, falls mein Kater da schon wieder anfangen will. Miau, macht er. Ja, beschäftige dich doch mal, aber nicht so. Ich weiß, er kann sich auch so beschäftigen. Das macht er ja auch mal hier ab und zu. So, gehen wir mal zu dieser Tür. Oder können wir schon irgendwie darüber? Nee, ne? Nee, da oben ist er bei der Tür. Ein toller Gegner hier.
Muss ich Mikrofon ausmachen? Winston, es geht nicht raus. Nö. Geht nicht raus. Das weißt du doch. Bist eine Hauskatze. Ja. Geh mal weg da. Eieiei. Okay. Geht doch. Sollen eigentlich die schwersten Gegner sein, aber eigentlich doch relativ leicht. Man muss halt nur wissen, wie es funktioniert. Hä? Eine Ratte? Man muss ja gucken, ob sich irgendetwas hier versteckt. Hier erstmal nicht. Okay, wir brauchen die Laterne. Eventuell. Ja, doch. Rubine, wir kommen wieder zu Geld. So, es geht links und rechts. Tja, hier geht's zur Truhe. Gehen wir mal zu der Truhe, die wir da noch gesehen hatten. Oh, Pfeile. Okay. Na, die kriegen wir doch. Locker die Waldfee. Bitte was? Okay. Okay, das Bild ist es. Schön, wenn ein toter Menschen helfen. Als ich das natürlich noch nicht gewusst hatte, wo ich das Spiel das allererste Mal gespielt hatte. Oh, was hat der für tolle Waffen. Oder zwei Stück gleichzeitig. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen härter. Wo ich das auch nicht gewusst hatte, da war das natürlich heftig.
Da habe ich lange gesucht, wie ich das machen sollte. Falscher Knopf. Schade, ich habe gedacht, ich könnte... Also gegen zwei Stück gleichzeitig da kämpfen, ist nicht so gut. Schön wegglocken von dem anderen. Weil das wird sonst zu hart. Hey. Okay, erst so. Ja, ja. Auf mal schneller. So, jetzt kann man die anderen kaputt machen. Aber beide gleichzeitig wird heftig. Was? So, wunderbar. Türen sind offen. Zeit ist um. Das war Legend of Zelda Twilight Princess auf der Wii U in HD mit mir von Lyra Gameplays als Hobby. Wir sind hier in Schloss Hyrule gerade am Durchkämpfen. Ja, während ich Tschüss sage, hole ich zumindest schon mal hier die Truhe. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr dürft mir natürlich gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid. Und wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen übrigens. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Und wünsche euch somit noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Okay. Und hoffe, man sieht sich, wie gesagt. Da kommt man irgendwie später erst runter, denke ich mal. Ja. Also, bis dann. Viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Das war ich von Lyra Gameplays als Hobby. Und die übrigen 4 Sekunden, wie immer.